You are going too fast. Pokemon Go should not be played while driving. I'm sorry. I'm too fast for this shit. Hallo, mein Name ist Luca und ich weiß nicht, ob ich hierfür jetzt gefeiert oder gehatet werde. Ich habe mich mal wieder so in den Weiten des Internets rumgetrieben und habe Pokemon Go für den PC entdeckt. Ich verlinke euch ein Video dazu in der Beschreibung von dem Kanal Die Mates, wenn ihr wissen wollt, wie man sich das installiert. Aber es funktioniert. War das? Pokémon can be found in every corner of the earth, bla, das ist jetzt dieser Standard-Dings hier. Ich habe mir erstmal ein neues Profil kreiert. Ich bin natürlich ein Junge, nehme den Jungen. Wir machen das jetzt erstmal alles. Ein paar Sekunden später. Ich habe mir jetzt diesen Pokémon-Typen kreiert und ihr seht schon, ich bin jetzt in der Welt wirklich drin und, ich kann sogar rein und raus zoomen. Falls ihr euch fragt, wo ich bin in Köln. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie sieht, aber hier ist der Rhein und ich habe jetzt einfach mal als Ort Rhein angegeben. Man kann auch sagen, okay, hier Location Setting. Die Sache bei diesen Geo-Sachen ist, das ist natürlich in einer gewissen Form eine Art Hack. Also ich kann da theoretisch mich mit meinem Profil einloggen und da in der Stadt rumlaufen. Es ist allerdings nicht so ein krasser Hack, dass ich sagen könnte, okay, teleportiere mich von da nach da und ich bin direkt 10 Kilometer gelaufen. Es ist halt quasi einfach nur so, als würde man wirklich rumlaufen. Das heißt, es geht jetzt nicht, dass ich mich jetzt nach Amerika setze, dann würde ich nämlich gebannt werden. Ich sage nachher noch was zu dieser Hack-Sache allgemein, aber jetzt fange ich mir erstmal ganz kurz das Glumanda hier vorne. Yeah. Was passiert, wenn ich die Kamera anmache? Wow, we are not detecting your phone's orientation. Would you like to turn off AR mode? Ja, okay, ich mach den einfach mal aus. Versuche jetzt hier das Glumanda zu fangen irgendwie. Great, okay, das ist super. Wenn das Glumanda mir jetzt ausbricht, wäre es schon sehr traurig. Aber wir haben es jetzt gefangen. Das ist unser erstes Pokémon. Klicken wir auf okay. Das ist im Pokédex registriert. Oh, das ist richtig schön. Ich bin bei meinem Pokémon Go Account auf dem Handy. Bei dem hier bin ich Team Blau und gerade Level 23, so circa die Hälfte durch. Und meine besten Pokémon sind, wenn ich die mal nach Wettkampfpunkten sortiere, diese hier, die ihr da oben eingeblendet seht, also Coco, Vailamos und Arcani. Ich habe mir extra für das Spiel hier einen neuen Account kreiert. Oh, congratulates, labert dieser Professor hier wie... Ah, Nickname! Ich nenne mich einfach mal Luca Hacker. Klicke mal auf OK. Vielleicht ist der Name noch frei, wenn ich auf OK drücke. Ja, okay. Das... Ach! Wer nennt sich denn Luca Hacker? Mal schauen, ob Luca Hacker 123 noch in Ordnung ist. Der müsste nämlich, denke ich, klappen. Genau. Oh, what a cool nickname. Bla, bla, bla. Pokestops, der erklärt uns ja erstmal das Game. Ich glaube, wir wissen allerdings, wie das Ganze... Oh, guck mal. Wir können direkt auf einen zugreifen hier. Ich kann uns jetzt hier so ein Keyboard-Ding einblenden. Und dann seht ihr schon, W ist im Norden, A ist für den Westen, D ist für den Osten und S ist für den Süden. Das heißt, wenn ich jetzt W drücke... passiert nichts. Also irgendwie ist das W gerade darauf eingestellt, dass ich das Ganze so ein bisschen drehe. Das S ist irgendwie ein Zoom. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber wir haben hier vorne ein Taubsi, was wir uns mal kurz gönnen können. So, das Taubsi ist gefangen. Das müsste auch, denke ich, safe drin sein. Bei mir beim Level ist es mittlerweile so, auf Level 23 kommen nur noch so WP-300er Taubsis, die alle mal fliehen. Das Taubsi wurde gefangen. Das wird jetzt natürlich auch wieder im Pokédex registriert. In der Zeit, wo das gemacht wird, schaue ich mal eben. Ich kann das hier nämlich entfernen. Dann kann ich mir hier dieses GPS-Ding 2000 Jahre später. Tag, Freunde, ich bin back in Pokémon Go. Ihr seht schon fett eingeblendet, wahrscheinlich so eine fette Anzeige von dieser App. Ich weiß nicht, ob die eingeblendet wird, wenn ich das mit Fraps aufnehme oder nicht, aber ich sehe gerade ganz fett im Bild so eine Laufanzeige. Habe mir hier gerade schön ein Hornliu gefangen, klicke mal einfach auf Enter und jetzt seht ihr schon, kann ich einfach mal W gedrückt halten und dann laufe ich hier durch die Stadt und das ist nicht irgendwie, dass ich in die Richtung laufe, wo ich hingucke, sondern das bezieht sich auf das hier oben. Auf die Nord-Süden-Anzeige. Okay. Ich kann auch auswählen, jetzt beispielsweise mit E, ob ich jetzt ein Auto beispielsweise sein soll. Und wenn ich jetzt W drücke, seht ihr schon, ich laufe relativ schnell. Kann jetzt nebenbei Pokestops mitnehmen, weiterlaufen. You are going too fast. Pokémon Go should not be played while driving. I'm sorry. I'm too fast for this shit. Ich nehme hier mal ganz schnell die beiden Pokestops mit, nämlich Museum Ludwig und Resi die Effizie oder so. Ich glaube, das ist da bei dem, Römischen Museum oder so. Ich mach mal wieder, dass ich so schnell bin, wie jetzt beispielsweise auf einem Motorrad und bewege mich. Oh mein Gott, zwei Taubsis. Nachdem ich jetzt 4000 Taubsi... Oh mein Gott, ein Alpollo, hä? Das ist einfach der Mord. In meiner richtigen Pokémon-Version auf dem Handy habe ich bereits einen Gengar gefangen. Allerdings habe ich noch einen Alpollo auf Level 800 oder so. Das heißt, es wird auch ein geiles Gengar. Ich bin Level 3 und bewege mich jetzt einfach mal hier zu den beiden Pokestops. Oh.
Ich habe 5 Pokémon im Pokédex. Befinde mich jetzt hier genau zwischen 2 Lokmodulen und kann erstmal hier... Ich wollte nicht Enton, ich wollte das Pokestop-Ding. Ich zoome mal einfach hier raus. Und zwar muss ich nach dort hinten irgendwo, weil sich dort... Was ist denn hier in der Nähe? Ist das ein Traumato oder was? Ich tue mal eben so, als wäre ich ein Zug und laufe mal eben da hinten zum Rhein, weil dort vorne sind die Kranhäuser und dort weiß ich einfach aus Erfahrung, dass da immer 4 Lokmodule nahezu an sind. Hier in die Richtung, hier natürlich an den Häusern vorbei, hier an der Arena vorbei und hier laden schon die anderen Arenen. Die anderen, da seht ihr es, Freunde, 3 Lokmodule sind hier an. Jetzt pushen wir das Ganze wieder runter, als wäre ich ein ganz normaler Fußgänger und ihr seht schon, hier spawnen wieder Pokémon, nämlich Hornliu und Traumato. Ach komm, wir packen mal dieses hässliche Schweineding Traumato in mein... Achtet mal auf die Finger auf Traumato. Das ist einfach richtig ekelhaft. Es hat CP3 Fragezeichen, das heißt, es wird mein bestes Pokémon sein und hat wahrscheinlich ein CP von 50 oder so. Das ist doch mal cool. Da hat man 3 Hornliu an jedem einzelnen Lokmodul. Mann, so stellt man sich das doch vor. Das Coole ist halt einfach, die Leute sehen mich quasi nicht als Spieler dort, sehen aber wahrscheinlich, wenn ich jetzt hier ein Lokmodul reinpacke, aber wissen nicht, dass ich hier zu Hause sitze und mir quasi das Lokmodul mit abgeier. Hier, schaut mal, Kranhäuser. Ich meine, natürlich ist es irgendwo assi und ich denke, dass viele das Video auch disliken werden. Allerdings bin ich ja nicht der Entwickler von diesem Hack, sondern ich spiele es ja nur. Und ich meine, wenn es so illegal wäre, hätte Pokémon oder Niantic das wahrscheinlich schon längst gebannt oder so. Und selbst hier haben wir noch die komischen... Oh, ein Error. Wow. Super cool. Sogar auf dem PC gibt es einen Error. Wenn ich auf das andere Hornliu hier draufklicke, kriege ich die ganze Zeit nur einen Error. Ich habe gerade ehrlich gesagt ein wenig Angst, dass mein Account gebannt wurde. Vielleicht hätte ich mich nicht Luca Hacker nennen sollen. Ich laufe mal eben zu den anderen beiden Pokestops hier vorne und wenn ich jetzt beim Drehen hier auch einen Error bekomme... Oh, guck mal, die werden nicht mal geladen. Fuck this shit. 12 seconds later. Fail to log in. Retry. Try a different account. Ich wurde gebannt, Mann! Fuck my life! Wenn ich auf Retry drücke, wird es wahrscheinlich wieder nicht funktionieren. Also, ich denke mal... Ich guck mal, ob ich eine E-Mail bekommen habe. Ich habe noch keine E-Mail bekommen. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich wurde gebannt. Also, Freunde, Message des Videos. Macht das nicht. Spielt Pokémon Go normal, geht nach draußen, aber macht sowas nicht. Zum Glück habe ich mir einen neuen Account kreiert und nicht meinen alten. Das war's vom Video, meine Damen und Herren. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich über eine Bewertung freuen. Wahrscheinlich werden sehr viele Leute disliken, weil die sagen, wow, ist ein Hack, ist scheiße. Aber ich meine, meine Meinung dem gegenüber ist auch negativ. Also, ja. Ihr schreibt mal bitte in die Kommentare Hack, wenn ihr bis jetzt noch dran seid. Und folgt mir auf Musical.ly, Instagram, bla, das seht ihr alles in der Beschreibung. Haut rein, tschüss. Okay.